Was ist das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge? Das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge ist ein internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen. So sollen Staaten weltweit die Auswirkungen von Katastrophen bis zum Jahr 2030 verringern. Heißt zum Beispiel weniger Todesopfer und Betroffene durch Natur, aber auch von Menschen gemachte Katastrophen, wie Hochwasser, Stürme, Epidemien oder Stromausfälle. Auch die daraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden sollen reduziert werden. Es geht vor allen Dingen um das, was wir heute tun können, damit es gar nicht zu einer Katastrophe kommt. Und der Weg dorthin ist bessere Vorsorge durch ein umfassendes Katastrophenrisikomanagement. Was sind die Herausforderungen in der Umsetzung? In Deutschland gibt es bereits ein sehr gutes System zum Schutz der Bevölkerung. Das Sender-Rahmenwerk kann uns allerdings zeigen, wie gut wir wirklich auf alle Risiken vorbereitet sind. Auch wir haben noch Verbesserungsbedarf und wir müssen uns fragen, wo liegen unsere Stärken, wie können wir unsere Schwächen beheben und was ist zu tun, wenn es trotzdem zu einer Katastrophe kommt. Es geht dabei vor allen Dingen um Prävention, aber auch um Konzepte, wie sich Regionen schnellstmöglich nach einer Katastrophe erholen können. In der Praxis bedeutet das, dass keine Behörde oder Institution das Rahmenwerk alleine umsetzen kann. Das funktioniert nur, wenn jeder einen Beitrag leistet. Der Staat, der Privatsektor, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, die Medien und natürlich jeder Einzelne in der Bevölkerung. Und dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen, ist einer unserer größten Herausforderungen. Wie gehen wir diese Herausforderungen an? Ein effektives Katastrophenrisikomanagement benötigt vor allen Dingen zwei Dinge: eine engere Zusammenarbeit von Akteuren und einen besseren Informationsfluss. Und dazu hat sich in Deutschland eine Arbeitsgruppe aus 4 Ministerien und ausgewählten Behörden und Organisationen zusammengefunden. Diese Arbeitsgruppe steuert den Umsetzungsprozess des Sender-Rahmenwerks in Deutschland. Dazu zählt das Auswärtige Amt und die Ministerien des Inneren, für Umwelt sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Hier sollen auch unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen in der Katastrophenvorsorge, in der Bewältigung, in der Nachsorge sowie in der Anpassung an den Klimawandel. Und wir in der nationalen Kontaktstelle für das Sender-Rahmenwerk beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wir unterstützen diesen Prozess durch Koordination und mit fachlichem Rat an die Akteure.